Eine Kugel wird vertikal mit der Anfangsgeschwindigkeit von 500 Meter pro Sekunde geschossen. Klein a, wie viel Zeit braucht sie, um ihre maximale Höhe zu erreichen? Klein b, berechne diese maximale Höhe. Und klein c, in welchem Augenblick erreicht sie die Höhe von 1000 Meter? Wir stellen uns die Situation so vor. Die Kugel wird vertikal in die Höhe geschossen und das mit der Anfangsgeschwindigkeit V0 von 500 Meter pro Sekunde. Gefragt werden in klein a die Zeit, die die Kugel braucht, um ihre maximale Höhe zu erreichen. Nennen wir diese Zeit P max und wir werden sie in Sekunden ausdrücken. In klein b wird die maximale Höhe gefragt, die wir H max nennen und die wir in Meter ausdrücken. In klein c wird gefragt, in welchem Augenblick die Kugel sich in 1000 Meter Höhe befindet. Um diese drei Fragen zu beantworten, wählen wir ein Bezugssystem und hier reicht eine X-Achse. Der Ursprung liegt hier. Die X-Achse ist vertikal nach oben orientiert, Einheit 1 Meter. Da die Kugel in jedem Augenblick nur ihrer Gewichtskraft unterliegt, muss ihre Bewegung längs der X-Achse nach dem Grundgesetz der Dynamik eine GGBB sein. Und hier sind die zwei entsprechenden Formeln. Die Position x ist gleich zur Anfangsgeschwindigkeit V0 mal die Zeit t minus Fallbeschleunigung d mal t Quadrat geteilt durch 2. Und die Momentangeschwindigkeit v, das ist die Anfangsgeschwindigkeit V0 minus Fallbeschleunigung g mal die Zeit t. Wir haben hier zwei Minuszeichen, die kommen daher, dass die Fallbeschleunigung ständig nach unten orientiert ist, die X-Achse aber nach oben. In klein a suchen wir die Zeit, nach der die Kugel ihre maximale Höhe erreicht hat. Die X-Position ist die maximale Höhe dann und genau dann, wenn die Geschwindigkeit der Kugel gleich 0 ist. Also können wir sagen, x ist gleich zu h max dann und genau dann, wenn die Geschwindigkeit gleich 0 ist. Die Geschwindigkeit ist aber durch diese Formel angegeben, aus der wir schließen, dass v0 minus g mal t max 0 sein muss, also muss t max gleich v0 geteilt durch g sein. Wir ersetzen v0 durch 500 und g durch 9,81. Und somit finden wir für t max ungefähr 51 Sekunden. Halten wir diese Endantwort auf die Frage a fest. T max beträgt ungefähr 51 Sekunden. In klein b suchen wir die Position x, die der maximalen Höhe entspricht. Diese Position x wird aber durch diese Formel angegeben, Formel, in der wir t durch t max ersetzen. Somit erhalten wir also diese Rechnung, in der wir v0 durch 500 ersetzen, t max da und da durch 51 und g durch 9,81. Somit führt das zu dieser Rechnung und der Taschenrechner liefert den Wert
12.742 Meter. Halten wir diese Endantwort auf klein b fest. Die maximale Höhe, die die Kugel erreicht, beträgt 12.742 Meter. In klein c wird gefragt, nach wie viel Sekunden sich die Kugel in der Höhe von 1000 Metern befindet. Dazu nutzen wir natürlich diese Positionsformel, in der wir x ersetzen durch 1000, V0 durch 500 und g durch 9,81. Und somit stoßen wir auf diese Gleichung, das heißt auf diese Gleichung zweiten Grades mit der unbekannten t. Fragen wir den Taschenrechner nach der Auflösung dieser Gleichung. Dazu gehen wir zuerst ins Menü, fahren mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen, bestätigen diese Auswahl mit Enter. Wir haben hier kein Gleichungssystem, sondern eine Polynomgleichung, also wählen wir die Kategorie 2. So, der Grad der Gleichung ist 2, also wählen wir nochmal die 2, so. Und jetzt brauchen wir nur einzugeben, die Vorzahl der Unbekannten im Quadrat, die im Taschenrechner x heißt, diese Vorzahl ist 9,81. Wir bestätigen diese Eingabe mit Enter und somit steht die 9,81 vor Unbekannte im Quadrat. Jetzt die Vorzahl der Unbekannten hoch 1, das ist minus 1000, also minus 1000. Wir bestätigen durch Enter und das unabhängige Glied der Gleichung ist 2000. Wir geben ein 2000, bestätigen durch Enter. Und jetzt nochmal Enter, somit finden wir als erste Lösung dieser Gleichung zweiten Grades ungefähr 99,9. Jetzt nochmal Enter, wir finden eine zweite Lösung, die beträgt ungefähr 2,04. Also diese Gleichung zweiten Grades hat diese zwei Lösungen, 2,04 Sekunden und 99,9 Sekunden. Was also bedeutet, dass die Kugel sich in zwei Momenten in dieser Höhe 1000 Meter befindet, einmal nach 2,04 Sekunden, das ist, wenn die Kugel steigt, und dann ein zweites Mal nach 99,9 Sekunden. Das ist, während die Kugel fällt. Es ist also ganz normal, dass wir hier zwei Lösungen gefunden haben.